In Vorbereitung auf das Projekt habe ich mich im Internet zu ähnlichen Projekten belesen und bin dann zu unserer Touristeninformation gegangen und habe mir Material beschafft, also Stadtpläne und alle möglichen Prospekte. Und daraus habe ich dann Ideen entwickelt und Arbeitsblätter und ein schönes Heft, in dem die Kinder jeden Tag Arbeitsblätter ausfüllen können und dadurch mehr über sich und über ihren Heimatort lernen. Auch am heutigen Projekttag mussten wir leider unsere Pläne ein bisschen abändern und konnten nicht alles so durchführen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Und aus diesem Grund sind Frau Freiwald und Janusz mit einzelnen Kindern zu ihren Lieblingsorten gefahren. Und ich habe mit dem Rest in der Sporthalle Spiele gespielt und die Kinder konnten sich mit den Tablets nochmal auseinandersetzen und beschäftigen. Und dann war der Tag auch schon rum. Hallo Werder, ich bin heute in Föhm bei der schönen Eisdiele, wie ihr seht. Heute will ich euch die Eisdiele vorstellen. Die Eisdiele hat einen guten Mitarbeitendrang. Die sind nur heute wegen Corona-Zeiten am Wochenende offen, aber die Kundenbedienung ist gut. Der Preis ist nicht so teuer und die Groß kostet bloß 50 Cent mehr. Also Groß wäre immer besser, weil das Eis auch besser schmeckt. Hallo, ich heiße Fiete und wir sind gerade an meinem Lieblingsort in Werder und also im Werder, beim Wachtelberg. Ich finde den so schön, einfach wegen der Natur und wegen der Berglandschaft. Insgesamt mag ich Berge und die Natur, weil das halt einfach immer so schön ist. Man kann sich ausruhen, man kann wandern gehen. Ich finde das auch so schön, dass man hier alles machen kann, was man möchte. Buden, kleine Höhlen bauen und so. Ich habe mehrere Lieblingsstellen hier. Hier ist es überall eigentlich schön. Heute sind wir auf den Wachtelberg nach Föhm gefahren, weil ein Schüler wollte unbedingt auf dem Wachtelberg in Föhm zeigen, was sein Lieblingsort ist. Ich bin so einen Berg gefahren, voll Angst. Aber die Schüler haben sich lustig gemacht ein bisschen so und wir haben gelacht und wir haben alles geschafft. Und ich habe mich besonders gefreut über die Wortgewandtheit aller Schüler. Also ich dachte so klein, ich arbeite ja sonst nicht mit so einem kleinen Menschen, aber die sind wirklich alle super toll und mir macht das sehr viel Freude und kann sehr gut beobachten, was notwendig ist, dass das Projekt einen guten Abschluss findet. Hallo, ich bin Melina und hier sind ja mein Lieblingsort auf der Insel. Neben mir ist ja einmal die Kirche, die ich auch sehr gerne mag, weil die auch sehr friedlich ist und weil wir da sozusagen jedes Jahr mindestens einmal hingehen. Hinter mir ist meine Kita, wo ich dann auch zur Kita gegangen bin und das fand ich sehr schön. Und hier liebe ich es auch zu sein, weil das sehr bekannt hier ist. Ja, ich finde es echt beruhigend. Hallo, ich bin Marlena. Hinter mir ist ein wunderschöner Steg, den ich sehr schön finde. Dann ist da noch ein geheimnisvoller Weg, den finde ich auch sehr schön. Und zwar, ich mag den Platz, weil er geheimnisvoll ist. Ich mag geheimnisvolle Plätze und das ist das Lied das Beste an diesem Platz. Hallo, mein Name ist Emil. Hinter mir seht ihr einen wunderbaren Steg und auch vor mir ist ein wunderbarer Platz. Neben mir ist ein sehr geheimnisvoller Steg, den ich auch sehr mag. Vom Steg aus kann man direkt schwimmen gehen. Hallo, ich bin Elaine. Hier ist mein Zweitlieblingsplatz. Wenn ihr geradeaus noch weiter geht, dann ist da eine Badestelle, da könnt ihr baden gehen. Ja. Und hier nebenan ist auch noch gleich ein Spielplatz. Hallo, ich bin Matteo. Ich wollte euch heute meinen Lieblingsplatz vorstellen. Das ist der Spielplatz da. Der ist auf der Insel und hier in der Nähe ist auch der Sportplatz, falls ihr nicht wisst, wo das ungefähr ist. Und auf jeden Fall, da sind Schaukeln und Klettergerüste. Da kann man auch gut klettern und ich springe auch oft von der Schaukel und mache damit Weitsprung mit meinem Bruder. Hallo, ich bin Jolina Sophie und ich zeige euch heute meinen Lieblingsort. Mein Lieblingsort, das ist hier die Friedrichshöhe. Hier ist ein Gruselhaus und hier ist auch eine super Aussicht
und deswegen ist das halt mein Lieblingsort und es gefällt mir hier ganz toll. Ich bin Maximilian. Hier ist der Stadtwald. Ich fahre gern Fahrrad und deswegen habe ich mir einen eigenen Trail gebaut. Und da springe ich immer und ich fahre 4-mal in der Woche Fahrrad. Hallo, ich bin Mayra aus der 4a. Das hier ist mein Lieblingsort, weil ich fühle mich hier sehr wohl. Ich genieße die Natur und die Waldluft. So, das hier ist der Goldfischteich. Ja, ist zurzeit ein bisschen trübe. Das liegt aber wahrscheinlich an der Hitze, die letzten Tage geherrscht hatte. Und da rechts sieht man so ein bisschen die Quelle. Das ist eine Tonquelle. Daraus fließt das Wasser vom Goldfischteich. Das sind eigentlich zwei Quellen, die aus dem Boden kommen. Und der Stadtwald, der ist damals entstanden, weil hier Ton abgebaut wurde. Bei strömenden Regen durch Werder fahren zu Lieblingsorten von Kindern war für mich eine besondere Herausforderung. Ich kannte tatsächlich noch nicht alles. Jetzt ja. Wie sich manches verändert hat. Also zum Beispiel die Friedrichshöhe, wie traurig, was für ein trauriger Ort es geworden ist. Ja, ich meine, ich möchte jetzt nicht mit dem Schlechten, aber trotzdem ist es teilweise erschreckend gewesen. Was schön war, war der Stadtwald, so mystisch und so, ja, so einzigartig. Das Projekt gefällt mir auch sehr gut eigentlich. Und das ist so, weil ich selber mal irgendwann Moderator von Fußball werden will. Genau, das Projekt insgesamt fand ich ziemlich cool. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder sowas gibt. Und dann möchte ich auf jeden Fall wieder mitmachen, weil ich finde das ziemlich cool. Und das hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Hallo, das Projekt hat mir sehr gut gefallen bis jetzt. Und wir waren heute im Stadtwald an meinem Lieblingsplatz. Das Projekt war sehr, sehr schön. Es hat mir echt toll gefallen. Ich bin dank dem Projekt auch ein paar Freunden, die ich lange nicht mehr gesehen habe, nochmal ein bisschen näher gekommen, um sie nochmal richtig kennenzulernen. Das Ferienprojekt meiner Heimat Werder Havel hat mir sehr viel Freude bereitet. Wir hatten ganz zauberhafte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und auch die Zusammenarbeit mit Frau Freiwald und Janusz war sehr angenehm und würde ich auch immer wieder machen. Und ich werde mit diesem Glück in die Ferien starten und die Freude noch lange in meinem Herzen tragen.